zur Hölle sind wir gelandet? Wir steuern mal auf dieses Auto zu. Ach, das könnte der Highway sein mit dem Unfall. Esther, finden wir dich hier? Oder nur neue Zeichen, die uns wieder neue Rätsel aufgeben? Nein, hier liegt bloß das zerbrochenes Glas, oder? Was ist das? Nein, das sind Schneeflocken. Oder also Eiskristalle. Es sieht aus wie Eiskristalle irgendwie, finde ich. Vielleicht soll es aber auch zerbrochenes Glas darstellen, wobei das dann eigentlich anders aussehen müsste und vor allen Dingen wären dann keine großen Stücke mit dabei, denn das Glas in Autos oder in Autoscheiben, das ist ja Plexiglas, das zerbricht in tausend Einzelteile, wenn das zerhackt wird. Was knackt denn hier so? Das frage ich mich auch gerade. Naja. Haben wir hier vielleicht was im Auto noch irgendwie? Sehr verwirrende Szenerie irgendwie und ich habe das Gefühl, wir werden auch langsam verrückt, so wie der Erzähler es auch geworden ist, offenbar. Hier haben wir doch mal so einen Kristall. Oder das sind wieder die Moose, aber das sieht irgendwie eher so aus wie irgendwelche kleinen Kristalle. Wie Eiskristalle eben, wie gesagt. Aber die Autos sind leer und auch die Sitze sind ziemlich verwittert schon. Also das sieht so aus, als ob das schon genauso lange steht, wie die Insel auch schon unberührt ist und alles halt eben verwittert und verfällt. Vielleicht verfallen aber auch einfach die Erinnerungen daran. Und wir landen am Grund dieses Wasserlochs. Und erneut finden wir uns in einer großen Halle oder in einer großen Höhle wieder und müssen uns nach oben vorarbeiten. Hier die kleinen Pilze. Liegt ein Haufen Geröll rum, aber davon scheint irgendeine Lichtquelle zu sein und die scheint aber nicht wie sonst so diffus zu sein, sondern sehr konkret und direkt da zu liegen. Und dann werden wir uns auch mal darauf zubewegen und mal schauen, ob dann vielleicht unser Erzähler wieder ein paar Worte verliert und dann vielleicht mal auch ein paar Worte, die irgendwas für uns aufschlüsseln können und nicht wieder fernab von dem sind, was uns irgendwie weiterhelfen könnte. Oder das Licht ist der Höhlenausgang, das kann natürlich auch sein. Und diese Stelle hier, über die wir wahrscheinlich nicht mehr zurückkommen können, spricht sehr dafür, dass wir hier nicht mehr zurückgehen können dann und in ein neues Gebiet kommen. Also werfen wir noch einmal einen letzten Blick zurück auf die tausend Nadeln, die von der Decke ragen, hier in den wirklich wunderschön gestalteten Höhlengängen. Auch wenn der Erzähler für meine Begriffe etwas sehr wenig gesagt hat hier. Aber dafür hat dieser Ort mit seiner Atmosphäre an sich geglänzt. Und arbeiten uns vor nach draußen. Und damit erreichen wir das letzte von den vier Kapiteln. Und ich hoffe, dass sich jetzt noch einiges aufklären wird. Ansonsten werden wir mit sehr, sehr vielen Fragen stehen gelassen am Ende. Ja, und ich weiß jetzt nicht so richtig, wie wir das hier deuteln sollen, das Ganze. Weil ja doch wirklich noch sehr viele Fragen offen sind. Was ich jetzt vermutlich auch schon zum dritten Mal sage oder so. Aber vielleicht werden sich hier jetzt noch ein paar Sachen entschlüsseln und ansonsten haben wir natürlich ein großes Problem, weil wir überhaupt nichts wissen. Und hier vorne ist ein kleines Zeltlager und hier wieder viele Kerzen, auch unentzündete Kerzen. Und ich habe mir überlegt, vielleicht ist derjenige, der die Kerzen entflammt, auch derjenige, den wir steuern.
Es muss ja nicht sein, dass er die Insel zum ersten Mal bereist, nicht wahr? Und mittlerweile ist es auch tiefste Nacht geworden. I wish I could have known Donnelly in this place. We would have had so much to debate. Did he paint these stones or did I? Who left the pots in the hut by the jetty? Who formed the museum under the sea? Who fell silently to his death into the frozen waters? Who erected this godforsaken aerial in the first place? Did this whole island rise to the surface of my stomach, forcing the gulls to take flight? Und das klingt eigentlich so, wie ich mir das gedacht habe, dass der Erzähler sich diese Legende von Donnelly, sich so, also diese über den, wie hieß es denn, den Eremiten als Vorbild genommen hat, wahrscheinlich unterbewusst, und dann die Höhlenwände bemalt hat. Und halt so sehr in seinem Wahn ist, dass er mittlerweile nichts mehr auseinanderhalten kann, so richtig die Realität und die Einbildung nicht mehr auseinanderhalten kann. Und es wirkt schon wirklich so, als ob er langsam den Verstand verliert. Und hier haben wir wieder so einen Schaltplan und ich bin mal sehr gespannt, was jetzt hier noch so kommen wird. Da drüben können wir auf jeden Fall auch noch lang, das werde ich mir gleich auch noch anschauen. Gut, hier kommen wir auch schon gar nicht weiter, weil hier die Steine im Weg sind. Dann werden wir uns mal nach da drüben vorarbeiten. Und mal dort schauen, wo die vielen Kerzen sind. Ansonsten dann natürlich über die Stege weitergehen. Wo ja dort vorne auch noch irgendein Bau zu sein scheint. Ach Mensch, ist das wieder ein Gehacke heute. Schrecklich. Aber ich werde mich jetzt trotzdem hier vorarbeiten. Es tut mir leid, wenn es ein bisschen unangenehm anzusehen ist. Aber mein Rechner, der spielt mir wieder seltsame Scherze mit mir und ich habe keine Ahnung, so, weil es jetzt zwischendurch immer flüssig geht. Also es liegt eigentlich überhaupt nicht so an der Performance an sich, sondern er hat immer so solche Performance-Einbrüche zwischendurch und ich kann mir da einfach nicht weiterhelfen und so richtig. So, und von hier aus kommen wir offenbar nicht da oben zu den Kerzen hin, deswegen gehe ich nochmal zurück kurz. Aber auch deshalb, weil ich jetzt noch nicht zu weit in dieses Areal vorstoßen möchte. Mensch, hier ist das Wasser aber auch pechschwarz. Ja? Auch deshalb, weil ich noch nicht zu weit in das Areal vorstoßen möchte. Denn wir nähern uns natürlich dem Ende und ich möchte mir auch die Zeit nehmen, hier dann noch in weiteren Folgen auch dieses letzte Areal noch in Ruhe zu erkunden. Und dann mal zu schauen halt, was man noch so entdecken kann überall. So, jetzt sind wir auch mal hier oben. Das hätte ich eigentlich gleich tun sollen, weil es eigentlich immer am günstigsten ist, zuerst zum höchsten Punkt zu gehen. Denn herabstürzen kann man immer, aber hochgehen nicht mehr. So, mal schauen, was wir hier drüben finden. Ach nein, bitte, jetzt krieg dich doch mal ein hier, das ist doch nervig. Ja, muss jetzt sein. Ich glaube, hiervon ist auch nichts weiter, außer diesen Kerzen. Und einem weiteren Eimer mit Farbe, wie es scheint. Aber vielleicht geht es hier weiter. Kann das sein? Hiervon? Wir schauen erstmal hier, was hier so liegt. Ah, wir haben den Pinsel gefunden, beziehungsweise die Pinsel, mit denen gemalt wurde. Das heißt, man kann eigentlich davon ausgehen, dass nun keine weiteren Zeichnungen mehr kommen werden. Und die Kerzen hier sehen auch schon weiter runtergebrannt aus als die anderen. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwas zu bedeuten hat. So, und davon scheinen die Wege aber wieder zusammenzuführen, oder? Wenn ja, würde ich mich nämlich erstmal herabstürzen und dann genau diesen Pfad hier untersuchen. Kommen wir hier runter? Ansonsten bleibe ich erstmal oben. Nein, ich glaube, wir bleiben lieber oben, oder? Ja, wir gucken uns jetzt erstmal das hier an. Das scheint alles ein zusammenhängendes Areal zu sein. Das ist immer das Einzige, was so ein bisschen störend ist, dass man immer die Angst hat, irgendwas zu verpassen, wenn man irgendwo nicht hingeht. Oh, hier haben wir Bilder. Die schauen wir uns näher an. Dear Esther, I find each step harder and heavier. I drag
Donnelly's corpse on my back across these rocks, and all I hear are his whispers of guilt, his reminders, his burnt letters, his neatly folded clothes. He tells me I was not drunk at all. Ich frage mich gerade, ob diese Fehler in der Sprachausgabe absichtlich sind oder ob das jetzt ein Fehler bei mir ist oder ob es ein Fehler im ganzen Spiel ist oder wie auch immer es sein mag. Auf jeden Fall wird unser Erzähler immer energischer in dem, was er sagt. Und hier haben wir Bilder von dem Unfall, wie es aussieht. Von dem Wrack, beziehungsweise den Wracks. Und hier offenbar von einer Blutlache. Also das ist wie so ein kleiner Schrein quasi zur Erinnerung an Esther. So, dann setzen wir unseren Weg noch nach hier drüben fort. Und ansonsten würde ich jetzt erst nochmal fix zurückgehen. Oha. Ja, das schauen wir uns jetzt noch an. Wir machen wir es anders. Wir schauen uns jetzt das hier noch an und dann, denke ich, beenden wir für heute erstmal. Und schauen uns dann morgen weiter um. Hier haben wir wieder dieses seltsame Terminal, was ich schon damals seltsam fand, als wir es entdeckt hatten bei dem Schiffswrack im zweiten Kapitel. Das Besteck, das wir im Stall gefunden haben, mitsamt der Medikamente. Und verdreckte Mullbinden. Das sieht eigentlich aus, als ob es wie für einen Altar aufgebahrt ist, oder? Also als ob das hier quasi wie sein Altar als Andenken ist, vielleicht an Esther. Aber was bedeutet... Ach, das könnte natürlich auch... einmal könnte es das sein und man könnte da eine Bedeutung hereininterpretieren. Andererseits könnte es auch sein, dass das die Überreste der medizinischen Versorgung unseres Erzählers sind. Der hat sich ja mit Pillen und Schmerzmitteln durchgerettet bis hierhin, die wir hier sehen. Und der Rest ist vielleicht einfach ein kümmerlicher Versuch gewesen, sich noch irgendwie am Leben zu erhalten. Oder die Schmerzen zu lindern oder die Wunden zu behandeln. Und das hat dann vielleicht nicht geklappt, vielleicht auch doch. Jedenfalls könnte ich mir vorstellen, dass das der Grund ist, warum das hier so steht. Dass das sozusagen der Rückzugsort war für unseren Erzähler. So, und in der nächsten Folge, denke ich, werde ich da drüben nochmal ansetzen, dass wir die Stege noch fix erkunden, dann hier diesen Strand entlang gehen und dann dort unseren Weg fortsetzen. Und haben wir hier zufällig ein Schiffswrack? Nein, leider nicht. Also auch heute ohne Schiffswrack im letzten Bild werde ich für heute beenden. Aber dafür mit einem hübschen Ausblick hier in die Nacht hinein. Noch mit dem Vollmond, ja genau, so ist sehr schön. So habe ich mir das doch vorgestellt. Und mit diesem Ausblick, mit diesem Panorama verabschiede ich mich für heute. Habt einen schönen Tag wie immer und wir sehen uns dann sicherlich wieder morgen, wenn wir vielleicht schon die letzten Folgen von Dear Esther aufnehmen. Denn wir sind ja kurz vor dem Ende. Und ich denke, am Ende werden noch sehr viele Fragen offen sein, zumindest habe ich das so im Gefühl, denn momentan wissen wir immer noch überhaupt nichts. Von daher, schönen Tag und bis morgen!